erst mit der Pandemie habe ich mich dann angefangen, damit wirklich ernsthaft zu befassen und habe dann mal ein paar Sachen an Michael Prosikin geschickt. Und ich wusste von Michael, dass er sich für Studien interessiert und habe ihm ein paar Sachen geschickt. Und er meinte, ja, alles ganz hübsch, aber kann ich nicht beurteilen, wirklich kompetent. Da musst du dich an jemand anders wenden. Und er hat Martin Minsky vorgeschlagen und ich habe es an Martin geschickt. Und Martin meinte, das ist alles Schrott. Hier ist Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde. Herzlich willkommen zum Schachgeflüster-Podcast. Heute ist der 5. Januar 2023. Mein Name ist Güven Manay. Unser heutiger Gast ist jemand, den ich schon seit vielen Jahrzehnten kenne, von allen Gästen mit Abstand am längsten kenne. Das ist Jan-Michael Sprenger, ein ehemaliger Kölscher Jung, der sogar jetzt aktuell in Köln ist und mit dem ich mal in einem Verein sogar vor vielen Jahren war, nämlich im Club Kölner Schachfreunde. Jan ist 1982 geboren, ist ein deutscher, erfolgreicher Schachspieler und Philosoph und ist sehr erfolgreich auch in seiner akademischen Karriere, war auch mal ehemaliger deutscher Nationalspieler, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Jan, dazu kannst du auch gerne was erzählen, ist natürlich Schachgroßmeister und auch immer noch unter den besten, in der erweiterten deutschen Spitze, so ein bisschen besten 50 kann man durchaus sagen. Aber was ihn besonders auszeichnet aus meiner Sicht ist auch, dass er sehr interdisziplinär denkt. Und das reizt mich immer an den Interviewpartnern, dass sie gerade diejenigen, die halt über den schachlichen Tellerrand hinausdenken und die ganzen Wissensgebiete miteinander verbinden. Ja, herzlich willkommen, Jan. Ja, vielen Dank, Güven. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, genau, denn es ist heute mein erster Vormittags-Podcast, auch tatsächlich nicht der Abends-Podcast. Ja, wie geht es dir? Du bist jetzt in Köln, habe ich ja schon mal gespoilert gerade. Genau, ich bin in Köln bei meinen Eltern und am Wochenende geht es zurück nach Turin, wo ich ja wohne und arbeite. Ja, du wohnst jetzt in Turin und arbeitest dort auch. Dazu kommen wir auch nochmal. Das ist eine spannende Laufbahn. Zwischenzeitlich war es ja auch in den Niederlanden, aber eins nach dem anderen. Die klassische Frage aber erstmal, lieber Jan, wie bist du eigentlich zum Schach gekommen? Du bist ja Großmeister geworden. Wie ist so ein typischer Weg aus deiner Sicht? Es gibt keinen typischen Weg, ich weiß, aber wie ist der Weg aus deiner Sicht gewesen zum GM-Titel? Ja, der ist vor allem relativ lang gewesen. Aber ich beantworte erstmal deine Frage, wie ich zum Schach gekommen bin. Und zwar hatte ich eine Kinderfrau, als ich so 5, 6 Jahre alt war. Und diese Kinderfrau spielte mit mir Schach, weil sie halt selber Schach spielte. Und das hat mir gefallen, das hat mir Spaß gemacht, das ist meiner Mutter aufgefallen. Meine Mutter hat mit Schach nicht so viel am Hut, aber sie dachte, okay, gut, wenn dem Kind das Spaß macht, dann bringen wir ihn doch mal in den Schachverein. Und es ist insofern anders als bei vielen anderen Talenten, die halt mit der Mutter oder dem Vater halt schon oder dem älteren Bruder halt die ersten Züge gemacht haben und so halt in den Verein gekommen sind. Bei mir war es etwas anders und ich weiß gar nicht, wer ihr den Verein, in dem wir damals beide gespielt haben, den Club Kölner Schachfreunde, empfohlen hat, wie sie darauf gekommen ist. Jedenfalls hat sie mich dahin gebracht und da habe ich dann ja auch die nächsten 10, 12 Jahre halt schachlich zugebracht, mich dort weiterentwickelt und so weiter. Und GM bin ich ja erst sehr spät geworden, vor einigen Jahren, auch wenn ich lange Zeit schon über 2500 war. Aber das können wir ja nachher nochmal uns im Detail anschauen. Mhm. Das mit der Kinderfrau muss circa im Alter von 6 Jahren gewesen sein, ist das richtig? Genau, ja, ja.
Und dann bist du quasi schon direkt danach in diese schachliche Ausbildung im Club Kölner Schachfreunde gegangen. Genau, wir hatten damals eine starke Jugendgruppe, Florian Handke, ein anderer Kölner Großmeister, ist ja auch mein Jahrgang, war auch einige Zeit lang in dieser Gruppe, bevor er dann gewechselt ist nach Porz in einen anderen Kölner Verein. Auch noch einige andere Spieler, die danach ja, zumindest gute Vereinsspieler geworden sind. Und das war eigentlich sehr lustig. Wolfgang Hübner hat uns trainiert, der Bruder des berühmten Großmeisters Robert Hübner und selber auch ein starker Spieler. Der hatte immer so einen ganz trockenen Humor und eine ganz eine lustige Art und hat sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen, wenn wir Kinder ein bisschen Lärm gemacht haben und herumgetobt sind. Und genau, Wolfgang war mein erster Trainer und danach Steffen Philipp, den du ja auch kennst, ein anderer Kölner Schachspieler, der sich auf die Arbeit mit Jugendlichen spezialisiert hat und mir auch viel beigebracht hat und dann einige weitere starke Spieler vom KKS, also Club Kölner Schachfreunde, unserem Verein, Martin Schmidt, Kurt Walter und ja, so habe ich mich dann halt über die Jahre weiterentwickelt. Ja, für diejenigen, die die meisten von denen nicht kennen, alles tolle Zeitgenossen, mit Ausnahme von Wolfgang Hübner, der leider nicht mehr unter uns weilt, der Bruder von Dr. Robert Hübner, mit dem ich auch ein paar Mal spielen durfte. Das heißt, der Bruder von Dr. Robert Hübner hat dich höchstpersönlich in deinen frühen Jugendjahren auch trainiert. Genau. Sehr schön. Was mich persönlich interessiert ist, ich mache jetzt mal einen Sprung. Eigentlich, wir machen das mal ja jetzt nicht chronologisch. Du bist ja auch ein Komponist von Schachstudien, Endspielstudien unter anderem. Weil Studien sind nicht zwingend immer nur Endspielstudien, auch wenn die meisten Endspielstudien sind. Ich habe ja gesehen, dass du auch mit Martin Minsky zusammen einiges komponiert hast. Aber ich weiß noch, dass ich dir, als du relativ klein warst, auch schon mal ein paar Basic-Endspiele mal gezeigt habe. Das ist wirklich sehr, sehr lange in grauer Vorzeit, logischerweise. Was hat dich dazu bewogen, dann zum Thema Endspielstudien zu wechseln und auch so außerordentlich gut da drin zu werden? Weil du bist ja schon auch, du hast auch schon Preise teilweise bekommen. Ich habe auch einige deiner Studien auch gesehen. Die sind auch ziemlich logisch durchdacht und ich würde sogar sagen, dass sie nicht immer das Klischee haben, was man über Studien sagt, dass die realitätsfern sind. Das sind teilweise Stellungen, die man durchaus auch im Brett sehen kann. Aber was hat dich dazu bewogen? Ja, also ich habe immer gerne Studien gelöst als Form des Schachtrainings. Das hat mir immer Spaß gemacht, auch wenn ich mich, sagen wir mal, für andere Dinge wie Arbeit an den Eröffnungen häufig weniger motivieren konnte, hat es mir immer Spaß gemacht, mich mit ein paar Studien hinzusetzen und zu versuchen, sie zu lösen am Strand oder im Zug oder auch zu Hause. Das ist ein Hobby, was ich eigentlich seitdem ich ein guter Spieler bin, sagen wir mal als Jugendlicher, als Student, habe ich das immer gerne gemacht. Und ich habe auch damals schon so ganz unbeholfen so ein paar kleine Kompositionsversuche gemacht. Die waren natürlich ganz furchtbar, weil ich überhaupt keine Ahnung davon hatte, wie man Studien baut. Und habe das aber nie so ernsthaft verfolgt. Ich war ja in erster Linie Spieler und hatte da auch Ziele und Ehrgeiz. Und als ich dann Großmeister wurde, mit der letzten Norm 2017, da war dann natürlich auch die Frage, naja, wie geht es jetzt weiter? Was wären die neuen Ziele? Und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass irgendwie höhere schachliche Weihen aus verschiedenen Gründen nicht realistisch waren. Also zum einen ist es, denke ich, eine Frage des Talents. Ich bin halt kein Vincent Keimer und auch kein, nennen wir mal Spieler, sagen wir mal, die jetzt nicht ganz auf dem Niveau von Vincent sind, wie Rasmus Svane oder Matthias Bühlbaum. Das sind einfach Leute mit viel, viel mehr Talent als ich. Also das ist ja, und die sind auch jünger halt. Das wäre ja völlig illusorisch, mit denen konkurrieren zu wollen. Dann ist man halt irgendwie so als
mittelprächtiger oder schwächerer Großmeister im luftleeren Raum und irgendwie bei 2500 und eiert darum. Und dann habe ich halt relativ schnell, habe ich dann halt meine Energie ein bisschen auf andere Dinge gerichtet die sich auch vielleicht besser auch mit meiner Arbeit kombinieren lassen. Ich habe ja eine Vollzeitstelle und die ist auch ziemlich fordernd. Und kam ich dann darauf, ein bisschen mehr an den Studien zu komponieren. Das war eigentlich immer noch ziemlich furchtbar. Die Ergebnisse, was ich so, sagen wir mal, 2018, 2019 habe ich so ein paar Sachen komponiert. Und erst mit der Corona-Pandemie, erst mit der Pandemie habe ich mich dann angefangen, damit wirklich ernsthaft zu befassen und habe dann mal ein paar Sachen an Michael Prosikin geschickt, ein anderer deutscher Großmeister und Trainer, der ja zum Beispiel auch die Taktik-Rubrik in der Zeitschrift Schach betreut. Und ich wusste von Michael, dass er sich für Studien interessiert und habe ihm ein paar Sachen geschickt und er meinte, ja, alles ganz hübsch, aber kann ich nicht beurteilen, wirklich kompetent. Da musst du dich an jemand anders wenden und er hat Martin Minsky vorgeschlagen und ich habe es an Martin geschickt und Martin meinte, das ist alles Schrott, aber es sind ein paar gute Ideen dran. Und dann hat er mir halt ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und ich glaube, ich war ein ganz gelehriger Schüler. Ich hatte ja in der Pandemie auch Zeit und habe dann halt auch jetzt in den letzten Jahren auch meinen eigenen Stil entwickelt und mich halt technisch auch stark verbessert. Das heißt, du bist wirklich in der Pandemie erst zu einem guten Endspielstudienkomponist geworden. Ich sehe ja auch in der Schwalbe auch einiges von dir. Also die Schwalbe ist eine Zeitschrift, die speziell für Problemschach und auch Studien derartige Themen ausgerichtet ist. Da sehe ich auch einiges von dir. Das heißt, das hast du dir mal eben so nebenbei während der Pandemie angeeignet. Ich hatte ja Zeit. Also ja. Ich arbeite ja an der Universität und die Lehre war gecancelt oder online und Konferenzen fanden nicht statt oder fanden nur online statt. Viele andere Sachen an der Universität ebenfalls nicht. Es war eine Zeit, in der man, deshalb habe ich die Pandemie auch gar nicht so negativ empfunden, wie vielleicht viele andere, die darunter deutlich mehr zu leiden hatten. Für mich persönlich hatte ich sehr viel Zeit, gerade in den ersten Monaten der Pandemie. Und das habe ich genutzt, um mich auf die Studien zu stürzen. Und vorher war ich kein Komponist. Ich hatte so ein paar Schemas, aber da war ja auch nichts von veröffentlicht. Und dadurch, dass ich dann mich den Studien in der Pandemie etwas mehr widmen konnte, Und dadurch, dass Martin mich auch unterstützt hat und mir vieles gezeigt hat, erklärt hat und wir auch einiges zusammen komponiert haben, hatte ich dann wirklich, sagen wir mal, das technische Rüstzeug, um dann danach auch selbstständig als Komponist weiterzuarbeiten. Klasse. Vielleicht noch eine Anmerkung, das spricht natürlich für dein bescheidenes Auftreten, dass du sagst, du hast kein Talent, was soll jetzt unser eins als mittelprächtiger Vereinsspieler, die wir ja alle sind, sagen. Das zeigt nur möglicherweise, dass du auch viel interdisziplinär in anderen Themen auch interessiert warst. Und Das ist richtig, aber ich denke mal, man muss schon anerkennen, dass es halt auch bevor ich mich jetzt auf das akademische Leben mit der Mathematik und danach der Wissenschaftsphilosophie gerichtet habe, war es ja auch so, dass ich sicherlich ein talentierter Spieler war, aber da gab es andere, die auch damals schon deutlich mehr herausstachen. Ich weiß nicht, ob du dich zum Beispiel noch an Dimitri Bunzmann erinnerst, der ist mein Jahrgang, hat dann ja relativ früh aufgehört mit Schachspielen, aber hatte ja auch ganz jung schon 2600. Oder Fabian Döttling, der zwei Jahre älter ist
und der ja auch eine bürgerliche Karriere verfolgt hat als Lehrer am Gymnasium, soweit ich weiß, und aber trotzdem noch etwa ein Niveau von 2600 hält. Ich meine, auch wenn man muss nicht über Vincent Keimer reden, um sich deutlich zu machen, dass es einfach viele, viele Spieler gibt, die rein vom Potenzial und vom Talent her und vom schachlichen Gefühl her deutlich besser sind. Ich war immer gut in gewissen Stellungen, wo man Dynamik kreieren konnte, wo man mit Aktivität, wo Aktivität eine große Rolle spielte, entweder in der Verteidigung oder im Angriff. Aber ich sage mal, langfristige strategische Stellungen zum Beispiel, da hatte ich nie ein Gefühl für und da habe ich zwar dran gearbeitet, aber so richtig gut bin ich da nie drin geworden. Und anderen Leuten, das sieht man ja auch beim Vincent, denen fällt das einfach viel leichter. Die haben das im Blut und die können diese Stellungen spielen und kommen gar nicht richtig in die Versuchung, schlechte Züge zu machen. Ja, es gibt ja auch Spieler, die sogar über 2600 sind und dann sagen, ich höre sofort trotzdem auf mit meiner Profischachlaufbahn. Ich erinnere mich noch an Alexander Ipatov, der mir das gesagt hatte. Also, dass der eigentlich zu dem Zeitpunkt sogar unter den ersten 100 der Weltrangliste war und das einfach sagte, ja, ich möchte jetzt einfach meine Ausbildung weitermachen und nicht mehr auf Preisgelder oder Sponsorengelder spekulieren in meinen Turnieren, sondern einfach meine akademische Laufbahn weitermachen. Also selbst auf dem Level scheint es möglich zu sein. Ja. Das wusste ich gar nicht, dass Ipatov aufgehört hat. Das ist interessant. Ja, er macht immer noch viel mit Schach. Er macht noch viel chess.com-Videos. Selbst in der türkischsprachigen Gemeinde macht er noch viel, aber er mit Profischach hat er aufgehört, ja. Zumindest bis auf Weiteres. Man hört ja nie ganz oft, aber irgendwie hat er erstmal pausiert. Ja, was mir doch noch im Hängen geblieben ist jetzt aus deinem Intro eben, die Kinderfrau. Was ist jetzt aus dieser Kinderfrau geworden? Darf man das sagen jetzt hier in der Öffentlichkeit? Oder selbstverständlich. Ich muss leider sagen, ich weiß es nicht. Sie hatte gesundheitliche Probleme. Ich glaube, sie hatte Diabetes. Und hat dann halt aufgehört, nachmittags, wenn meine Mutter arbeitete und ich von der Schule kam, halt auf mich aufzupassen. Und wir mussten uns dann eine neue Kinderfrau suchen, die mich dann noch lange Jahre noch betreut hat nach der Schule. Und mit der wir uns auch vor einigen Jahren nochmal getroffen haben. Aber die Kinderfrau, von der ich Schachspielen gelernt habe, da weiß ich leider nicht, da haben sich die Spuren verloren, da weiß ich leider nicht, was aus ihr geworden ist. Ach so, schade. Ich war nicht lange bei ihr, vielleicht ein knappes Jahr, aber es hat genügt, um Schach zu lernen. Ja, hätte sie auch eine gute Vereinsspielstärke gehabt für so, was weiß ich, so Kreisligen und sowas, oder war sie jetzt eher den Regeln bemächtigt, oder war sie sogar richtig gut? Kannst du das schon einschätzen, ist schon so lange her, ne? Es ist zu lange her und ich war ja damals auch ein kompletter Noob, wie man so schön sagt. Ich wusste ja nichts vom Spiel. Ich habe ja dann im KKS, also im Schachclub halt, erst die Prinzipien des Spiels gelernt. Und vorher konnte ich natürlich, sagen wir mal, einen Kreisligaspieler nicht vom Weltmeister unterscheiden. Na klar. Ja, schöner Verein, der Club Kölner Schachfreunde, in dem ich auch schon 10 Jahre war, wie viele andere Vereine im Kölner Schachverband, das mal als kleine Werbung am Rande, muss auch mal sein. Ligen, in denen du spielst, lieber Jan, du spielst ja in verschiedenen Ligen. Bundesliga ist ja bekannt, dass du da spielst, aber kannst ja gerne mal aufzählen, da gibt es noch mehr, glaube ich. Ich muss sofort eine kleine Korrektur vornehmen. Ja. Ich spielte in der Bundesliga. Ich bin dieses Jahr oder diese Saison nicht mehr im Kader der Schachfreunde Berlin, wo ich ja die letzten, 6 Jahre gespielt habe. Das liegt daran, dass zum einen ich halt aus Turin halt nur mit relativ viel Aufwand halt an Wettkämpfen teilnehmen kann und ich auch nicht immer so viel reisen will, jetzt nur für ein Wochenende Schach. Und zum anderen daran auch, dass der Verein jetzt sich ein bisschen umorientiert hat. Ihnen wird die Bundesliga auch zu aufwendig und zu teuer. Gut, ich war immer einer der schachspielenden Amateure, die nicht bezahlt wurden fürs Spielen. Aber sie wollen jetzt auch ein bisschen den Spielern der zweiten Mannschaft oder anderen interessierten Jugendlichen halt eine Chance geben, sie in den Kader
Kader bringen. Das scheint ja dieses Jahr sehr gut zu funktionieren. Trotz einer nicht so starken Aufstellung spielt der Verein ja super mit in der Bundesliga. Und insofern war das jetzt für mich auch ein ganz normaler Schritt, etwas kürzer zu treten, zumal ich auch in der letzten Saison nicht gut gespielt habe. Und ich spiele aber noch in der kroatischen Liga. Das ist der zweite kroatische Liga im Augenblick. Wir waren auch mal ein paar Jahre in der ersten Liga, aber meistens in der zweiten. Und das ist mein Lieblingsturnier. Die Liga findet immer als Turnier im Turnierformat, als Round-Robin-Turnier im September, Oktober statt, irgendwo an der Adriaküste. Und das ist immer so eine Art Familientreffen, weil es gibt nur zwei Ausländerplätze und ansonsten die ganzen kroatischen Spieler sind immer dieselben Gesichter. Das heißt, man kennt sich dann auch relativ schnell und die Mannschaft ist auch total lustig und immer schlecht organisiert, aber es macht trotzdem Spaß. Und es geht zum Teil auch mehr um das Kaffeetrinken und das Weintrinken am Abend als um das Schachspielen. Aber es ist halt immer ein schönes Setting irgendwo am Meer und mit bekannten Gesichtern. Und das ist das Turnier, in der ich jetzt noch spiele als letztes. Ansonsten habe ich früher auch natürlich viel in Holland gespielt, weil ich da ja gewohnt habe. Das hat auch immer Riesenspaß gemacht. Niederlande haben ja eine sehr hohe Schachkultur, einen sehr freundlichen Umgang miteinander in den Mannschaftskämpfen. Das hat auch immer Spaß gemacht. Ab und zu mal in Belgien, aber das war ehrlich gesagt jetzt nicht so der Burner von der Atmosphäre her. Da hat man häufig so in etwas heruntergekommenen Spielsälen seine Züge ausgeführt. Und auch ein paar Jahre in Österreich, das war eigentlich auch immer sehr nett und sympathisch. Doch daran habe ich eigentlich gute Erinnerungen. Cool, also viel, viel interkulturelle Erfahrungen dann, das doch zeichnet. Absolut, ja, also ich meine gerade kroatische Liga, das ist schon, obwohl jetzt Kroatien ja noch nah dran ist jetzt an Mitteleuropa, ist das von der Einstellung jetzt, sagen wir mal, und von der Atmosphäre schon Balkan-Flair, das kann man so sagen, denke ich. Nationalspieler warst du auch mal, ich weiß nicht für wie lange, aber du warst es auf jeden Fall mal, daran kann ich mich erinnern. Genau, ja, das war ein glücklicher Zufall. Ich war in der Sportfördergruppe. Wie ganz viele Schachspieler in Deutschland habe ich ja die Gelegenheit genutzt, um nach dem Abitur den Wehrdienst in der Sportfördergruppe abzuleisten, sodass man nach der Grundausbildung, die man natürlich irgendwie überstehen muss, aber das habe ich hinbekommen, nach der Grundausbildung dann halt ein Dreivierteljahr lang Schach spielen konnte und dafür auch bezahlt wurde von der Bundeswehr. Training und ab und zu mal in die Kaserne halt einrücken, treffen mit dem Bundestrainer. Und der damalige Bundestrainer Uwe Bönsch hat mich als Reserve nominiert für die Mannschaft des Mitropa-Cups, der damals in Leipzig stattfand. Und dass die ein Heimturnier war, wurde die Mannschaft sehr stark aufgestellt. Also Christopher Lutz, Robert Hübner und Alexander Graf waren, glaube ich, die ersten drei Bretter. Graf bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Und Christopher Lutz war damals ja noch erweiterte Weltspitze, hatte ja, glaube ich, auch im Kandidatenturnier dann gespielt in Dortmund und sich auch gar nicht so schlecht geschlagen 2003. Und das war auch die Zeit, wo der Mitropa Cup stattfand, ich glaube 2002, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und Fabian Döttling an 4 und ich in der Reserve an 5. Ich habe dann halt insbesondere gegen die nicht so starken Mannschaften gespielt. Und das war aber natürlich eine tolle Erfahrung mit diesen Spielern. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und dann mal den Bogen zu schließen, trainiert ganz am Anfang mal von Wolfgang Hübner und später in einem Team mit seinem Bruder. Cool. Genau, und wo wir gerade bei den Nationalspielern sind, in der Sportfördergruppe war Christopher Lutz dann auch mein Heimtrainer. Also mit ihm habe ich halt auch viel an Eröffnungen gearbeitet. Spanisch halt insbesondere mit Weiß, das meinte der Uwe Bönsch, der Bundestrainer, ja zu mir. Jan, du spielst ja hier Königsgambit mit Weiß, das ist ja schön und gut. Aber das kannst du als 2400-Spieler, das geht nicht mehr. Ich hatte damit bis zum Niveau von 2400, so hatte ich damit ja auch viel Erfolge. Und ich habe, glaube ich, tatsächlich
abgesehen von irgendwelchen Partien als Jugendlicher, habe ich nie eine Partie mit dem Königsgambit verloren. Das ist eigentlich unglaublich, weil das ja eine Schrotteröffnung ist, muss man leider so sagen. Und aber damals waren die Computer ja noch nicht so verbreitet und die Engines waren schwächer und die Theoriewerke waren noch nicht so gut und so systematisch, wie sie heute sind. Und da kam man damit sehr weit, also auch gegen viele Meisterpartien gewonnen, gegen internationale Meister Remis gehalten, ohne größere Probleme. Und Uwe Wünsch meinte aber, damit musst du aufhören, du musst was anderes spielen. Und dann meinte er auch noch, ich war ja E4-Spieler, jeder große Schachspieler hätte eigentlich auch ein gewisses Verständnis der spanischen Partie. Und naja, dann habe ich halt angefangen, an Spanisch zu arbeiten. Das war am Anfang, war das noch sehr holprig, weil ich halt in so strategischen Stellungen mich nicht so wohlfühlte und da häufig halt etwas zu nassforsch irgendwie vorging, wo man auch manchmal einfach mal Geduld haben muss. Und mit Christopher Lutz habe ich halt da auch am Repertoire gearbeitet, wie man sich da, ja, wie man halt die verschiedenen Systeme halt, die Schwarz in Spanier wählen kann, halt am besten angehen kann. Also ich muss auch sagen, auch wenn ich auch eine weitaus ruhigere Spielanlage natürlich habe, Opfer ab Format, so Königsgambit macht natürlich schon Spaß, muss man schon sagen. Ja, nee, natürlich. Also im Schach der 90er Jahre oder der frühen Nuller Jahre konnte man das auch noch bis auf recht hohem Niveau halt mit solchen Öffnungen halt reüssieren. Das war möglich. Das geht jetzt leider nicht mehr. Das Spiel hat sich dazu zu sehr verändert. Ich glaube, das Königsgambit passte auch ganz gut zu deinem jugendlichen Temperament, das ich damals beobachten konnte. Du bist ja ein sehr lebhafter Jugendspieler. Also du warst jetzt nicht der Gedrillte, der mit beiden Händen auf dem Tisch sitzt und nur was sagt, wenn er gefragt wird und total artig, das meine ich ausschließlich im positiven Sinne, sehr lebhaft und man sieht, dass man auch, wenn man, oder vielleicht auch gerade deshalb, weil man halt auch mal etwas mehr Energie hatte, dass man dann auch ein sehr guter Schachspieler dann auch werden kann. Gut, ich hatte natürlich immer dieses Problem, dass ich manchmal ein bisschen unkonzentriert war, dadurch halt auch, das ist halt die Kehrseite der Lebhaftigkeit. Und wenn mein Gegner am Zug war, wäre es vielleicht manchmal sinnvoll gewesen, ein bisschen über die Stellung nachzudenken. Und ich bin dann halt rumgelaufen und habe mir andere Partien angeschaut und habe dadurch wahrscheinlich auch letztlich vielleicht auch mehr Fehler gemacht. Aber gut, das war halt mein Charakter, sicherlich damals als Jugendlicher. Und ja. Aber es stimmt schon, also die, was du sagtest, die scharfen Eröffnungen und die scharfen Stellungen tragen natürlich auch dazu bei, dass man dann sich auch besser konzentrieren kann. Für mich war das zumindest so. Und dass man auch, wenn der Gegner am Zug ist, dann trotzdem noch einen Anreiz hat, um zu überlegen, wie könnte es jetzt weitergehen, weil man weiß, jetzt kommt in jedem Zug halt wirklich darauf an, dass man vernünftig spielt und da kann man sich keine großen Fehler leisten. Andere Stellungen, ruhigere Stellungen haben etwas mehr Fehlertoleranz. Liebe Podcast-Fans, mein Name ist Jonathan Karlstedt von Chessamy. Vom 4.3. bis 12.3.2023 veranstalten wir das Chessamy Open. Diesmal im 4-Sterne-Hotel Forellenhof in Walsrode. Uns würde es freuen, wenn viele von euch dort vorbeischauen würden und vielleicht sogar das Turnier mitspielen. Es gibt ein A- und ein B-Open, jeden Tag nur eine Runde, sodass man sich schön auf seine eigenen Partien konzentrieren kann. Zudem bieten wir jeden Abend ein kostenloses Seminar mit einem Chessamy-Autoren an. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich unter events@chessamy.com erreichen und unter www.chessamy.com/open findet ihr alle wichtigen Informationen. Es haben sich schon Großmeister und internationale Meister angemeldet und wir freuen uns auf tolle 9 Tage mit euch. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Tschüss!
All das, was wir jetzt von dir gehört haben, wir sind ja schon sehr spannende und tolle Inhalte, allein die schachliche Laufbahn. Aber jetzt kommen wir jetzt gerade zu einem besonders spannenden Thema, was dich auch nochmal im Vergleich, glaube ich, zu vielen anderen auch nochmal auszeichnet. Du warst nicht nur ein sehr guter Schachspieler jetzt, sondern du hast auch eine sehr, sehr gute akademische Laufbahn hinter dir. Und sicherlich auch noch vor dir, will ich jetzt nicht abstreiten, aber du hast auch sehr, sehr viel schon geschafft mit Mathematik zuerst und dann Philosophie, Mathematik in den Niederlanden, Philosophie später auch in Italien. Du bist Professor in Italien. Aber erzähl uns doch mal gerne, wie du überhaupt zu diesen Wissensgebieten, zu diesen Wissenschaften gekommen bist und wie deine Laufbahn dort war und vielleicht auch ab und zu mal so einen kleinen Link zum Schach, was da die Interaktionen dieser beiden großen Gebiete im Schach sind. Ja, das ist die zweite Frage, ist schwieriger, aber ich kann dir erstmal erzählen, wie es mir so ergangen ist. Also ich war ja immer gut in Mathematik und es hat mir immer großen Spaß gemacht, das abstrakte Denken und auch die, was man ja in der Mathematik auch viel tut, halt so logische Beweisführungen, sowas fand ich immer attraktiv und hat mir Spaß gemacht und dann war es ja auch eine ganz natürliche Wahl, dann nach dem Abitur dann auch Mathematik zu studieren. Hatte ich an der Uni einen kleinen Kulturschock, weil ich gemerkt habe, dass die Universitätsmathematik doch deutlich abstrakter ist und ganz anders als die Schulmathematik, aber ich habe mich dann da recht gut zurechtgefunden und nach dem Grundstudium habe ich dann halt ein Jahr unterbrochen auch für die den Wehrdienst in der Sportfördergruppe. Direkt nach dem Abitur konnte ich es nicht machen, weil ich war zu jung. Dann weiter im Studium hatte ich dann, also im Hauptstudium, damals gab es ja noch keinen Bachelor-Master, muss man vielleicht für die jüngeren Hörer noch da hinzufügen, sondern man studierte bis zum Diplom, das waren Regelstudienzeit 9 Semester, aber in der Regel dauerte es bei den allermeisten deutlich länger. Und da hatte ich dann irgendwie, wie auch viele andere Studenten, glaube ich, im Hauptstudium so ein bisschen so eine Orientierungskrise. Ich wusste jetzt nicht wirklich, welche Materie mir gefällt und was ich machen will und fand dann auch so die Mathematik jetzt auf hohem Niveau auch nicht mehr so attraktiv und habe auch da gesehen, naja, auch da gibt es halt die Vincent Kaimers und Matthias Blühbaums und Alexander Donchenko, die das alles viel besser können als ich. Hab dann halt mich ein bisschen in andere Richtungen orientiert und ein Schulfreund von mir, der später anfing zu studieren, aber ebenso wie ich Mathematik in Bonn studierte, der hat dann zu mir gesagt, komm doch mal mit in ein Philosophieseminar. Naja, und dann gingen wir in ein Philosophieseminar zusammen, ein Proseminar, also ein Seminar für Studenten im ersten oder zweiten Studienjahr. Und das war zur Sprachphilosophie, Gottlob Frege, über Sinn und Bedeutung und andere Aufsätze. Und das fand ich ganz toll. Das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich direkt noch ein anderes Seminar belegt zur Wissenschaftsphilosophie. Das war auch klasse. Und dann habe ich halt, während ich so langsam meinem Abschluss in Mathematik entgegenarbeitete, auch immer mehr Philosophieveranstaltungen gehört und insbesondere halt jetzt nicht Philosophiegeschichte, also was vielleicht der ein oder andere Hörer jetzt im Kopf hat, Platon, Aristoteles, Kant, Hegel und so weiter und so fort, das fand ich immer eher dröge und nicht so spannend, sondern halt, ich sag jetzt mal moderne oder wie man manchmal noch sagt, analytische Philosophie, die sich halt in ihren Problemstellungen halt auch stark an Grundlagenproblemen der Wissenschaften und insbesondere der Mathematik und Logik orientiert. Und das hat mir Spaß gemacht, das hat mich fasziniert. Und dann habe ich halt nach meinem Diplom in Mathematik, als ich es dann endlich abgeschlossen hatte, auch gefragt, einen Professor in Bonn in Philosophie, ob er sich eine Promotion vorstellen könnte. Und er meinte, ja, sehr gerne, nur Finanzierung sei schwierig. Da habe ich dann glücklicherweise ein Stipendium vom Cusanus-Werk bekommen. Und dann habe ich halt in Bonn 3 Jahre in Philosophie promoviert.
und über Probleme des induktiven Schließens, also wie man aus Daten, die man versammelt, halt auf allgemeine Theorien schließen kann. Und bin in dieser Zeit auch relativ viel gereist, auch schon zu Konferenzen, um meine Arbeiten vorzustellen. Und ja, bin dann danach halt 2008 nach der Promotion halt nach Tilburg gegangen in die Niederlande. Der ein oder andere Hörer wird Tilburg kennen, weil erst dort ja in den 80er Jahren auch große Schachturniere stattfanden mit der Weltspitze. Ich glaube bis in die 90er hinein. Und habe dann dort ja angefangen, an der Universität zu arbeiten. Was noch ganz interessant ist vielleicht, ist, dass ich während des Studiums und der Promotion auch recht intensiv Schach spielte und auch recht erfolgreich war. Ich glaube, gegen Ende des Studiums habe ich meine Elo-Zahl über 2500 gehoben, erzielte auch meine erste Großmeisternorm. Aber gegen Ende der Promotion kam dann so ein Knick in mein Spiel, dass ich halt auch mit anderen Sachen, also mit insbesondere mit der Arbeit an meiner Doktorarbeit halt sehr stark halt eingespannt war. Und dann habe ich eine ganz fürchterliche Bundesliga-Saison gespielt, ich glaube anderthalb aus 10 oder so, an einem hohen Brett, aber es war trotzdem natürlich totaler Mist. Und das hat meine Schachkarriere doch erstmal vorläufig unterbrochen, weil ich hatte danach überhaupt keine Motivation. Ich war ja auch auf akademischem Feld dann sehr motiviert und ehrgeizig und wollte da was erreichen und das Schach, das war eigentlich nur Ablenkung und das davon und ich hatte keine Motivation, habe schlecht gespielt und glaube, ich bin auch deshalb erst spät Großmeister geworden, weil ich in dem, ich sag jetzt mal, an einem kritischen Punkt, wo ich eigentlich jung und voll im Saft war und noch keine volle Stelle hatte. Ich war so 25, 26 Jahre alt und hatte irgendwie 2530, also eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt, um dann auch wirklich mal Großmeister zu werden. Und hatte eine Norm halt schon, aber das hat mich, das fiel dann halt in dem Augenblick, wo ich den nächsten Schritt hätte machen können oder machen sollen, war dann halt auch der Abschluss der Promotion und die Stellensuche und der Gang ins Ausland und eine furchtbare Saison halt, die halt immer mal passieren kann, wenn man viel zu tun hat und auch sonst, dass ich dann halt gesagt habe, nee, von Schach will ich jetzt erstmal nichts wissen und ich spiele nur noch ganz wenig und konzentriere mich auf die akademische Karriere. Und das hat im Wesentlichen für 5 Jahre hat das so angehalten, dass ich ganz wenig gespielt habe und mehr oder weniger ohne Ehrgeiz Mannschaftskämpfe und vielleicht ein oder zweimal im Jahr ein Turnier, aber das auch manchmal ohne Computer. Also man kann sich dann ausmalen, wie meine Vorbereitung aussah. Und erst so 2013, als ich in den Niederlanden dann mehr oder weniger aus Zufall den Verein gewechselt habe und dann in eine Mannschaft kam, wo auch andere motivierte Spieler meines Alters oder jünger dabei waren, da habe ich dann wieder angefangen, ein bisschen ernsthaft am Schach zu arbeiten. Okay. Du hast gerade das Thema mit der Entscheidungstheorie kurz angedeutet. Und da habe ich natürlich mich da auch ein bisschen mal eingelesen, bevor ich jetzt dieses Interview starte. Mhm. Unter anderem war ja das Thema, das Ellsberg-Paradoxon, wurde das da auch mal erwähnt. Ja. Und ich glaube, man kann aus diesem Ellsberg-Paradoxon, hast ja danach noch viele Folgearbeiten dann natürlich logischerweise gemacht, möglicherweise auch ein bisschen was ableiten für die Entscheidungsfindung am Schachbrett. Aber vielleicht sagst du noch mal 2 Sätze zum Ellsberg-Paradoxon. In 2 Sätzen ist es nicht so leicht erklärt, ich weiß, aber man kann ja so, glaube ich, sagen, viele Leute ziehen das Risiko der Unsicherheit vor oder sowas. Ja, genau. Also das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Im Englischen sind die Begriffe dafür, glaube ich, Risk und Ambiguity. Also und was sind das? Das sind 2 Arten von Unsicherheit. Und worum geht es da? Also mit Risk oder Risiko meint Ellsberg halt das Risiko, dass wir halt eingehen, wenn wir Entscheidungen mit bekannten Wahrscheinlichkeiten eines bestimmten Ergebnisses treffen müssen. Also sagen wir mal, wir müssen uns entscheiden, ob wir auf Kopf oder auf Zahl setzen. Und wir wissen aber, die Wahrscheinlichkeit ist 50-50. Oder wenn die Münze nicht fair ist, wir wissen halt, dass die Wahrscheinlichkeit 60-40 ist.
Und bei der Ambiguity geht es halt, oder ja, das ist, wie sagt man halt auf Deutsch, gibt es eigentlich gar keine gute Übersetzung für, vielleicht eine echte oder starke Unsicherheit, geht es halt darum, dass man gar nicht weiß, was die Wahrscheinlichkeiten überhaupt sind. Also ein Beispiel dafür, vielleicht in einem aktuellen Zusammenhang in der Corona-Pandemie oder eben auch in den Diskussionen um den Klimawandel. Man weiß natürlich, nehmen wir mal den Klimawandel, dass es eine Chance gibt, dass es wirklich der Klimawandel ganz katastrophale Ausmaße annimmt, aber wie unter einem bestimmten Emissionsszenario, aber wie hoch das jetzt genau ist, das ist halt schwer zu quantifizieren. Oder bei der Corona-Pandemie war es ja ähnlich. Wir hatten ja auch keine genauen Wahrscheinlichkeiten. Okay, wenn wir jetzt dieses oder jenes Szenario als Politik durchsetzen, also Einschränkungen einer gewissen Größenordnung, weiß man ja auch nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass man es unter Kontrolle hält oder dass die Epidemie total durchschlägt. Und solche Entscheidungen sind sehr schwierig. Und was Ellsberg in seinem Experimenten zeigt, ist, dass Menschen anscheinend dazu neigen, eine Prämie zu bezahlen, um diese starke Unsicherheit in eine Unsicherheit, die man mit Wahrscheinlichkeiten quantifizieren kann, umzuwandeln. Und das ist ganz interessant, weil das halt bestimmten Axiomen der Entscheidungstheorie, die in den 50er Jahren aufgestellt wurden, insbesondere von Lenny Savage, einem amerikanischen Mathematiker, aber auch von John von Neumann, der vielleicht bekannter ist, vorher in den und Oscar Morgenstern in den 40er Jahren. Und das hat damals richtig Furore gemacht, also diese Ergebnisse von Ellsberg, weil sie halt eigentlich sehr natürlichen Prinzipien der Entscheidungstheorie widersprechen. Okay. Gibt es daraus Erkenntnisse für jemanden am Schachbrett, wenn er sich entscheidet? Das sind ja auch unterschiedliche Typen von Leuten, die da sitzen. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil das Schachbrett ist ja, also das ist eher etwas, was man vielleicht in Spielen, in denen es Wahrscheinlichkeiten eine Rolle spielen. Backgammon. Also vielleicht Poker, Bridge oder so etwas anwenden könnte, weil das Schach ist ja kein aleatorisches Spiel, also kein Spiel, in dem der Zufall irgendeine Rolle spielt. Es ist ja alles deterministisch. Ich denke nicht, was beim Schachspiel halt vielleicht eher interessant ist, sind halt gewisse Elemente der nicht probabilistischen, also nicht an Wahrscheinlichkeiten orientierten Entscheidungstheorie. Zum Beispiel, naja, ich mache vielleicht einen Zug, mit dem mir zumindest eine spielbare Stellung halt mehr oder weniger garantiert ist, als einen Zug, mit dem ich halt der vielleicht ein objektiv stärkerer Zug ist, aber mit dem ich halt auch ein Risiko eingehe, dass ich vielleicht die Kontrolle verliere und ausgekontert werde. Das sind sicherlich Entscheidungsprobleme, mit denen sich auch Schachspieler konfrontiert sehen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz dasselbe wie das Ellsberg-Paradox, aber natürlich im selben Umfeld angesiedelt. Ja, Spieler, die dann zum Beispiel einen Zug mit praktischen Chancen nehmen, den vielleicht ein Computer oder ein Rechner nie genommen hätte, weil einfach ein anderer Objektiv der bessere ist, aber verstanden. Also das Problem der Risikovermeidung, das sieht man hier schon bei vielen Schachspielern. Und das hatte ich nie so extrem, denke ich, aber man sieht bei vielen Spielern, dass sie halt doch manchmal den in Anführungszeichen sicheren Zug machen, anstelle einfach mal das Risiko einzugehen, die Stellung außer Kontrolle laufen zu lassen, aber dass man halt auf lange Sicht vielleicht dann trotzdem, wenn man sich einfach traut, den stärkeren Zug zu spielen, auch wenn er höhere Verlustchancen hat, vielleicht doch einfach mehr Punkte macht. Ich glaube, da sind Schachspieler haben da doch, also häufig Angst vorm Verlieren und wählen deshalb vielleicht an manchen kritischen Positionen, wo sich sozusagen die Stellung in zwei verschiedene Arten und Weisen entwickeln kann, wählen deshalb vielleicht nicht immer den stärksten Zug, sondern handeln ein bisschen nach der Devise Safety First. Ist ja auch so ein bisschen die sowjetische Schachschule, immer alles unter Kontrolle halten. Solange man einen stabilen positionellen Vorteil hat, den nicht riskieren,
Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Es gibt ja auch einige jetzt junge Spieler, die ja auch bereit sind, in der Weltspitze sehr, sehr viel Risiken zu nehmen und auch einfach mal die Stellung, eine solide Stellung auch einfach mal aufs Spiel zu setzen, wenn sie halt denken, dass das halt die Angriffschancen, die man dann erhält, groß genug sind, um den Gegner wahrscheinlich zu einem Fehltritt zu verleiten. Ja, diese ganzen psychologischen Fragestellungen sind vielleicht einer Engine oder speziell den aktuellen neuen Engines, die mit KI auch noch verstärkt sind, möglicherweise egal, ohne jetzt allzu tief in der Programmierung zu sein mit neuronalen Netzen, aber ja, das wäre jetzt ein Versuch von mir, einen fließenden Übergang zu machen zum Thema Cheating, das aktuelle Thema in den letzten Monaten. Und ich weiß ja, dass du auch dich ein bisschen mit dem Thema natürlich beschäftigt hast. Wir brauchen jetzt keine Entscheidungsfindung von dir, das müssen andere entscheiden. Hat er gecheatet oder hat er nicht gecheatet? Hat der andere verleumdet oder hat er nicht verleumdet? Aber du hast da sicherlich auch eine Meinung zu. Und als angesehener Spieler, der Großmeister ist, interessiert die Zuschauer und beziehungsweise Zuhörerinnen und Zuhörer das mit Sicherheit auch sehr stark. Ja, dazu habe ich in der Tat eine Meinung. Ich muss sagen, ich habe den Fall jetzt nicht in großer Detailtiefe studiert, aber ich habe natürlich ein paar Artikel gelesen, die veröffentlicht wurden zum Thema, und ich sehe das wie folgt. Also es gab ja, wenn ich mich richtig erinnere, dann danach eine Untersuchung, die FIDE in Auftrag gegeben hat, bei einem Statistiker, der auch Erfahrung hat mit statistischer Analyse von Schachpartien auf Cheating. Und es wurden, soweit ich weiß, keine statistisch handfeste Evidenz dafür gefunden, dass niemand in seinen vorherigen Partien am Brett, sagen wir mal, was in den letzten 2 Jahren gespielt hat, gecheatet hat. Das ist ja auch konsistent damit, was man dann nach seiner Partie gegen Carlsen gesehen hat. Hat er ja auch bei der amerikanischen Meisterschaft und ich noch in einem anderen Turnier, ich weiß nicht mehr welches es war, hat er ja auch ungefähr seine Elo-Zahl gespielt und spricht dafür, dass er eigentlich ein normaler 2700-Spieler ist. Also das ist zumindest das, was man aufgrund dessen, was man jetzt sozusagen handfest wirklich nachweisen kann, spricht nichts dagegen, von dieser Auffassung abzuweichen. Jetzt ist es natürlich so, dass niemand online gecheatet hat. Das haben viele. Ich würde jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ausschließen, dass er vielleicht irgendwann mal am Brett gecheatet hat, aber dass er das systematisch getan hat, das halte ich für eher unwahrscheinlich, weil das würde man sehen. Das wäre sehr seltsam, wenn die statistische Analyse das nicht ans Brett zutage gefördert hätte. Und was ich nicht verstehe in der ganzen Affäre Niemann, ist das Folgende. Zum einen, dass Carlsen vom Turnier sich entscheidet, gegen niemanden anzutreten, obwohl er ja anscheinend schon vor der Partie der Auffassung war, dass niemand cheatet. Also wenn er der Meinung ist, dass niemand cheatet, dann soll er halt nicht zur Partie antreten und eventuell eine Sanktion der Veranstalter in Kauf nehmen und das Turnier dann halt danach fortsetzen. Das Zweite, was ich nicht verstehe, ist, dass er dann, weil er diese Partie verloren hat, und er hat ja einfach schlecht gespielt. Also ich meine, ich habe mir die Partie angeschaut, es ist ja nicht so, dass niemand da irgendwie besonders stark gespielt hätte. Er hat natürlich die Öffnung gut gespielt, aber er macht eigentlich natürliche Züge und im Endspiel, die Endspielbehandlung ist dann nicht einwandfrei. Also da gibt der Carlsen auch nochmal eine Chance zurückzukommen. Carlsen hat einfach sehr schlecht gespielt und das überrascht vielleicht auch nicht, weil er ging ja davon aus, dass niemand cheatet, und wenn man diesen Gedanken im Hinterkopf hat, dann ist es natürlich schwer, das Maximum abzurufen. Und weil man sich selber halt verrückt macht, hat er jetzt vielleicht Computerunterstützung und kann ich jetzt wirklich so spielen, wie ich normalerweise gegen einen Gegner, von dem ich weiß, dass er clean ist, spielen würde. Und es ist klar, dass man da nicht die besten Züge macht und dass man deutlich schlechter spielt, als man es normalerweise tun würde. Carlsen ist ja ein ganz großer Könner, aber da hat er wirklich schlecht gespielt und er kann ja nicht niemand für seine eigenen Fehler verantwortlich machen. Und das andere, was ich dann halt sehr seltsam fand, ist, dass er das Turnier nicht fortgesetzt hat. Also ich musste ja noch, ich weiß nicht, gegen Anand, Aronian, wer da noch alles noch mitgespielt hat, Nakamura, er musste ja noch gegen
alle möglichen Leute aus der Weltspitze spielen, die er alle ja für clean gehalten hat. Zumindest hat er ja nie was anderes verlauten lassen. Und dass er sich dann so vom Turnier zurückzieht, ist für mich völlig unverständlich, weil was haben denn die anderen Spieler damit zu tun, dass niemand cheatet? Und also ich finde, das von der Partie abhängig zu machen, dass er selber schlecht gespielt hat, das halte ich für grob unsportlich. Wenn er der Auffassung ist, wenn er mehr weiß als wir, dass niemand cheatet, dann hätte er halt gar nicht zur Partie antreten dürfen. Aber die Partie selbst gibt keinen Hinweis darauf, dass niemand cheatet oder gecheatet hat. Es war meines Wissens eine ganz normale Partie, in der Carsten halt schlecht gespielt hat und halt gegen einen Gegner, der schwächer ist, als er verloren hat. Aber dafür gibt es, denke ich, gute psychologische Gründe, warum das so gelaufen ist und nicht anders. Und die Verleumdungskampagne, die dann danach einsetzt, das ist, halte ich schon für sehr grenzwertig. Also da muss man, denke ich, hat man, denke ich, auch als Weltmeister, auch wenn er davon überzeugt ist, dass niemand cheatet, trotzdem eine Verantwortung, sich zurückzuhalten, solange man keine handfesten Beweise vorlegen kann. Und weil man so auch das Klima vergiftet. Also natürlich ist Cheating ein großes Problem, das will ich gar nicht abstreiten, aber man muss wirklich handfeste Beweise dafür haben. Und was mich in der Schachwelt dann auch manchmal stört, ist, dass dann irgendwelche Leute sich hinstellen und YouTube-Videos machen und irgendwelche Partien von niemand anschauen und dann irgendwie gucken, ja, aber da hat er den Stockfischzug ausgeführt, ohne irgendeine statistische Ausbildung zu haben, ohne irgendeiner klaren Methode zu folgen. Und das ist, denke ich, nicht gut und auch dem Spieler gegenüber nicht fair. Okay, irgendwann wird jeder mal einen Stockfischzug machen, egal welche Spielstärke. Ab einem Treffer hat ab und zu jeder mal. In dem Fall, was du sagst, ist natürlich. Also genau, man muss halt, das muss man halt sehr methodisch, statistisch analysieren. Und soweit ich weiß, gibt es im Augenblick keinen Anhaltspunkt, dass diese Analysen, die ja auch durchgeführt wurden für niemanden, auf Cheating hindeuten. Und ja, dann sagt man, okay, in den Analysen nach der Partie wirkt er nicht so sicher. Aber das ist halt letztlich doch erstmal anecdotal evidence, wie man so schon sagt. Also das ist keine wirklich harte Evidenz. Und da sind die Spieler ja auch unterschiedlich. Und die Sicherheitsvorkehrungen in den Turnieren, die niemand nach dem Vorfall gespielt hat, die waren ja sehr, sehr hoch mit Metalldetektor und was weiß ich nicht alles. Und da hat er eine normale, seiner Elo-Zahl entsprechende Leistung abgeliefert. Das wäre, glaube ich, und da kann man, denke ich, auch davon ausgehen, dass er diese Turniere jedenfalls nicht mit Hilfsmitteln gespielt hat. Und für mich ist das, wenn ich das auch nochmal dazu sagen darf, auch ein Ausdruck einer gewissen Selbstherrlichkeit von Magnus Carlsen, der, ich kenne ihn ganz oberflächlich, weil er auch ja Europapokal häufig mitgespielt hat und ist ja ein ganz großartiger Fußballer auch, nicht nur Schachspieler, sehr gute Technik. Und dann haben wir auch mal Fußball gespielt mit anderen Schachspielern. Und er kommt ja sehr sympathisch rüber, überhaupt nicht abgehoben. Aber irgendwie habe ich ein bisschen den Eindruck, dass er hier etwas zu weit geht und auch mit dem die Art und Weise, wie er sich entschlossen hat, seinen Titel zu verteidigen, dass er das nicht vor dem Turnier kundgetan hat, sondern danach. Das halte ich für unsportlich und unfair gegenüber den Spielern, die am Kandidatenturnier teilgenommen haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, was sein Verhalten mit anderen Spielern macht, das hält er einfach nicht für sein Problem. Und das hatte ich auch einmal in einem Interview gesagt, als er ganz konkret darauf angesprochen wurde, warum hast du deinen Rücktritt vom WM-Titel nicht erklärt, bevor die letzte Runde in Madrid im Kandidatenturnier gespielt wurde. Und dann hat er gesagt, ja gut, das ist natürlich blöd für die betroffenen Spieler, aber halt nicht mein Problem. Aber das finde ich von Carlsen, ist ja ein sehr intelligenter Typ, das finde ich etwas zu kurz gegriffen. Das hätte er sich vielleicht durchaus, dafür ist er intelligent genug, das hätte sich durchaus vorher überlegen sollen.
Okay, also hohen Respekt zwar vor seiner Spielstärke, aber vor seinen letzten Verhaltensweisen nicht unbedingt. Auch wirklich vorbildlich, er ist überhaupt nicht abgehoben, spielt während eines Schachturniers mit irgendwelchen Patzern Fußball und begegnet anderen Leuten freundlich. Das war ja in der Vergangenheit bei vielen Weltmeistern auch nicht unbedingt so. Ne? Auch Kasparov war ja sehr in seiner eigenen Sphäre und ich glaube, die Weltmeister davor, da war das nicht viel anders. Gut, Anand war natürlich immer auch sehr freundlich und sehr, sehr chill. Kramnik kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich ihn kaum live erlebt habe. Aber das ist klasse bei Carlsen. Aber wie er jetzt halt da mit anderen Spielern umgeht oder mit seinem Titel umgeht, das hat mich ehrlich gesagt weniger begeistert. Das ist zumindest eine klare Meinung und ja, es gibt nicht wenige, die diese auch teilen. Da gibt es ja immer diese zwei Lager in dem Umfeld. Ja, vielen Dank. Das zumindest haben wir mal eine klare Sichtweise aus deiner Warte betrachtet. Und ja, klar, solange auch nichts nachgewiesen ist, ist man auch unschuldig grundsätzlich erstmal zumindest. Ja, es ist auch noch, ich meine nicht nur, dass nichts nachgewiesen ist, sondern die Analyse, die durchgeführt wurde, mir fällt der Name dieses Professors nicht mehr ein. Die deutet dieser Volkswirtschaftler, eher darauf hin, dass genau, jemand unschuldig ist, als dass er schuldig ist. Also man hat nicht nur, dass man die Unschuldsvermutung bemühen muss, sondern die Beweise, die vorliegen, die deuten stärker hin auf eine Unschuld als auf eine Schuld niemands. Und das Problem von Online-Cheating, das sollte man natürlich nicht kleinreden. Aber das ist etwas, was nicht nur niemand betrifft, sondern nach allem, was man hört, ist das Online-Cheating extrem weit verbreitet. Und betrifft nicht nur einzelne Spieler, sondern einen nicht zu unterschätzenden Prozentsatz. Sage ich jetzt mal mit aller Vorsicht, weil wir haben natürlich auch keine Daten, die das aus erster Hand stützen. Aber dass man jetzt von systematischem Online-Cheating auf Cheating am Brett schließt, das glaube ich, das geht zu weit, weil dazu halt, glaube ich, einfach die Versuchung bei vielen Online-Turnieren einfach zu groß ist und dann denken sich viele, und vielleicht auch weniger Schuldbewusstsein. Ich glaube, sehr viele Spieler haben doch ein Gefühl, dass Cheaten am Brett absolut nicht in Ordnung ist, aber sind vielleicht online, ach ja, es ist ja nur ein Internet-Turnier und da geht es ja auch um nicht so viel, da kann ich durchaus mal die Engine laufen lassen. Kommt man vielleicht schneller, hat man vielleicht eher die Möglichkeit und denkt sich, naja, es ist ja alles nicht so wichtig am Ende. Glaube ich, gibt es weniger ein Bewusstsein, dass das auch am Computer verfehlt ist, nicht nur am Brett. Ja, war das Kenneth Regan? Kenneth Regan hieß der, glaube ich, ne? Der, genau, ja. Ja. Okay, ja, wenn wir schon bei den ganzen aktuellen Ereignissen sind, Corona haben wir ja mal kurz zwischendurch angedeutet, du hast ja die Zeit mit Endspielstudien verbracht, hast du auch da in dem Zusammenhang auch Online-Schach gespielt oder das seltener? Hast du mehr die ruhigere Variante da gewählt? Gar nicht. Also quasi gar nicht. Leon Livajc hat mich zu einem, mein kroatischer Spieler, den ich aus der Liga kenne, hat mich zu einem kleinen Turnier mit Vorrunde und Playoff-Finale eingeladen, ein Blitzturnier. Und das war sehr lustig, das habe ich auch gespielt, mit vornehmlich jungen Spielern, die jetzt auch zum Teil ja in den seitdem man wieder spielen kann, auch große Fortschritte gemacht haben, Livajc selbst und wer war da noch, die Polina, wie heißt diese russische Spielerin, die jetzt auch 2500 hat, Shulavnov, ich weiß es nicht mehr, eine Polina irgendetwas, aber sehr starke Spielerin und ein junger moldawischer Großmeister, wo ich jetzt natürlich auch den Namen nicht mehr weiß, der bei der Olympiade sehr gut gespielt hat.
Und also so ganz viele Talente, die sich irgendwie abreagieren mussten. Und ich habe es dann sogar mit ins Finale geschafft, habe ein paar Matches, die eigentlich hoffnungslos zurücklagen, noch gedreht, weil meine Gegner Sachen eingestellt haben. Und ich einfach versucht habe, so viel Chaos wie möglich zu kreieren am Brett. Das hat ganz gut funktioniert. Und habe dann aber im Finale gegen Dominik Horvat 6-0 auf die Fressung bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt reicht's. Das war das Ende meiner Online-Blitz-Karriere. Oh, ich hoffe nicht so wie nach den 6-0-Niederlagen, die gegen die Leute, von den Leuten, die gegen Fischer in den Kandidatenkämpfen immer verloren haben. Ich hoffe, dass wir noch nicht nur ab und zu erleben. Genau, also es gab bei mir jetzt keinen. Es gab bei mir jetzt keine Herrschaften von Parteibüro, die halt bei mir vorbeigeschaut haben und dann geguckt haben, ob ich auch verbotene Literatur irgendwo hier im Regal stehen habe. Das haben sie ja bei Taimanov, glaube ich, gemacht. Als er zurückkam, haben sie ihn erstmal gefilzt. Und sie haben dann natürlich auch westliche Literatur gefunden und dann hatte er gewisse Probleme für einige Zeit. Und das war bei mir nicht so, es war jetzt auch kein Karriereknick, aber ich dachte mir, okay, mit Studien, das ist vielleicht langfristig Erfolgsversprechen. Okay, du hast wieder mal die Überleitung zum nächsten Thema genannt, Taimanov, und es gibt ja diesen berühmten Spruch von Siegbert Tarrasch, das Schachspiel hat wie die Musik und die Liebe die Fähigkeit, den Menschen glücklich zu machen, und Mark Taimanov ist ja nicht nur ein Weltklasse-Spieler gewesen, der obersten Spitzen-Weltklasse, wie auch immer man das sagt. Er war auch unter anderem ein berühmter Pianist. Und von dir weiß ich ja auch, dass du Musik interessiert bist. Was siehst du da an Parallelen zwischen Musik und Schach? Und ich sehe auch, habe ja auch mal eine Studie gelesen, dass viele Fingerbewegungen dann auch, dass eine Interaktion zu der Hirnleistung und solche Sachen bestehen. Weißt du da etwas drüber? Da weiß ich recht wenig drüber. Also es ist natürlich klar, dass die Musik oder das, insbesondere das Spielen von Musikstücken natürlich eine spannende Angelegenheit ist. Ich spiele ja auch selber Klavier, in der man halt zum einen halt motorische Fähigkeiten halt benötigt, aber halt auch auf der anderen Seite ist es kognitiv anspruchsvoll. Man muss sich ja überlegen, was man mit so einem Stück macht, mit so einem Satz Noten, der da steht, und wie man das spielen will und interpretieren will und wie man aus den Einzelnoten irgendwie ein Ganzes schafft, was den Hörer auch fesselt und interessiert. Zum Schach sehe ich da jetzt nicht so viele Parallelen, weil natürlich die emotionale Dimension in der Musik, glaube ich, doch deutlich stärker ausgeprägt ist. Also in der Musik versuchen wir ja auch stark, die Gefühle des Zuhörers anzusprechen. Und Schachspiel ist natürlich erstmal ein Zweikampf, in dem es jetzt nicht in erster Linie um die Erschaffung eines Kunstwerks geht, das man jetzt in dem Moment halt so vor dem Hörer erstehen lässt. Insofern ist das jetzt vielleicht doch etwas anderes. Ich sehe aber zum Beispiel eine gewisse Parallele zwischen der Komposition von Studien und der Komposition von Musikstücken, woran ich mich im Übrigen nicht versucht habe, weil es da ja auch in beiden Fällen darum geht, zum einen einen gewissen Inhalt auszudrücken, der ästhetisch ansprechend sein soll, und zum anderen den in eine bestimmte Form zu bringen. Das ist also gewisse Prinzipien gelten sowohl für die Musik als auch für die Studienkomposition, dass man halt versucht, zum Beispiel um einen bestimmten Gedanken oder eine bestimmte Idee oder eine bestimmte Stimmung auszudrücken, die Mittel versucht, möglichst ökonomisch einzusetzen und dass die Form sowohl einer Studie als auch eines Musikstücks die inhaltliche Dimension unterstreichen soll. Solche Sachen gibt es, denke ich, überall da, wo Menschen sich mit Kunstwerken befassen, also nicht nur Schach und Musik oder Schachkomposition und Musik, sollte ich besser sagen, sondern auch in der Literatur, in der bildenden Kunst und so weiter. Gut, vielleicht noch eine zweite Überleitung von Taimanov, wenn wir schon bei ihm sind. Er ist ja 2016 gestorben, war
in der sowjetischen Schachschule. Und jetzt wissen wir ja, dass viele, die aus dieser Schachschule stammen oder russischen Schachschule stammen, unter den aktuellen politischen Gegebenheiten diversen Situationen ausgesetzt sind. Auch nochmal ein hochkomplexes Thema aufgrund der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen, die es gibt. Ich hatte das mal bei einem anderen Podcast mal jemanden gefragt, vor einigen Monaten. Findest du die Sperre gerechtfertigt? Findest der russischen Schachspielerin und Schachspieler gerechtfertigt? Findest du es gerechtfertigt, dass man, also wenn ja, findest du es gerechtfertigt, dass man sie unter neutraler Flagge spielen lässt? Relativ breites Thema, aber vielleicht hast du da kurz und knapp ein paar Sätze, da du ja relativ klare Meinungen zu vielen Themen beziehst. Ich denke, die Lösung, sie unter neutraler Flagge spielen zu lassen, was ja auch im Feld der Schachkomposition übrigens analog passiert, mit russischen Komponisten, halte ich für einen guten Kompromiss. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass ja die Mehrzahl der russischen Großmeister, soweit man das von denen sich geäußert haben, verallgemeinern kann, sich ja anscheinend gegen den Krieg positioniert und den wenig überraschend für den absoluten Wahnsinn hält. Es ist auch gut, dass mehrere Spieler den Mut aufgebracht haben, sich dazu auch öffentlich zu äußern und das nicht nur privat kundgetan haben. Das ist ja in Russland der Gegenwart ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich halte das für einen guten Kompromiss. Also man könnte natürlich die Spieler grundsätzlich sperren, um sozusagen intern den Druck in der russischen, wie man das in anderen Sportarten, das in auch in anderen Sportarten machen würde, den Druck zu erhöhen innerhalb der russischen Gesellschaft. Seht her. Auch wenn ihr individuell gegen den Krieg sein mögt, nehmen wir, könnt ihr euch nicht der Tatsache entziehen, dass ihr als Mitglieder der russischen Gesellschaft nun mal auch mitverantwortlich seid für den Krieg. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Das ist eine schwierige ob das besser wäre. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Ich denke jetzt mal an den Fall von Serbien zum Beispiel in den 90er Jahren, die ja auch aufgrund des der Jugoslawienkriege und danach des Kosovo-Kriegs insbesondere halt auch stark isoliert wurden. Ob das wirklich zu Veränderungen in dem Land selbst führt, weil das ist ja das, was man auch bewirken will, wenn man die Spieler gar nicht mehr teilnehmen lässt, weiß ich nicht. Also viele Spieler sind ja auch im Exil, also zum Beispiel Alexej Sarana, mein Mannschaftskollege von den Schachfreunden in Berlin, wohnt, soweit ich weiß, jetzt in Belgrad, weil er halt nach wie vor Schach spielen will und das ist ja aufgrund der eingestellten Reiseverbindungen und der Tatsache, dass die meisten Turniere in Europa stattfinden, mit einem Wohnsitz in Russland im Augenblick sehr schwierig. Und ob man diesen viele Spieler, die jetzt auch einfach aus ökonomischen Gründen noch unabhängig von ihrer politischen Einstellung jetzt halt sich sowieso schon in einer prekären Lage befinden. Ob man denen einen Gefallen tut, wenn man sie sperrt, wage ich zu bezweifeln. Ob man damit Veränderungen in Russland selbst befördert, weiß ich, denke ich, ist auch sehr fraglich. Also ich denke, es ist ein vernünftiger Kompromiss, aber ich bin kein Experte für internationale Politik. Also kann ich sehr schwer beantworten. Du bist zwar kein Experte für internationale Politik, aber du bist ein Anhänger der interkulturellen Verständigung. Das weiß ich ja selber von dir, weil du ja auch mal als Gast bei einem unserer Vereinsturniere vom Stadtrange Club 2000 kurz vor der Pandemie oder ein paar Monate vor der Pandemie noch dabei warst. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen und das alles andere wäre auch überraschend anhand deines Lebenslaufes, weil du ja schon durch mehrere Länder oder in mehreren Ländern gewohnt und gearbeitet hast und auch in vielen unterwegs bist. Du hast auch eine sehr schöne Webseite, also inhaltlich schöne Seite, läuferpaar.de, wo viele interessante und spannende Themen drin sind, auch wenn man dich auch auf sozialen Medien
verfolgt, kann ich sagen, dass man immer wieder mal ab und zu interessante Meinungen findet. Wenn mich immer mal eine Meinung zu einem aktuellen Ereignis interessiert hat und du gerade mal Zeit und Lust hattest, was dazu zu äußern, habe ich in den letzten Jahren auch da mal ab und zu nachgeschaut und hin und wieder auch schon mal ein Like dagelassen bei dir. Ja, vielen Dank an dich, lieber Jan, auch mal, dass wir uns da mal unterhalten hatten jetzt mal, und wir dachten jetzt, wenn wir uns schon mal unterhalten, dann, oder wenn ich dich mal zu Themen wieder befrage, dann lass doch mal die Öffentlichkeit auch daran teilhaben. Viele Themen, die wir sicherlich in manchen anderen Podcasts noch nicht so ausführlich betrachtet hatten, weil du ja auch viele Facetten abdeckst, die kein anderer abdeckt. Was würdest du gerne noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben als Botschaft, als Information, als Aufruf, Appell, etwas, was wir noch nicht gefragt haben? Was fällt dir noch ein als vorerst letzte Worte? Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir nichts überlegt. Ich denke, dass Schachspieler ein bisschen die Tendenz haben, sich in ihrer Blase, oder manche Schachspieler haben ein bisschen die Tendenz, sich in ihrer Blase einzuschließen. Das sind ja häufig sehr intelligente Menschen. Und ich denke, es wäre nicht schlecht, wenn mehr Schachspieler auch versuchen würden, nicht nur gute Partien zu spielen oder ihre Arbeit, wenn sie dann eine Stelle haben, gut zu machen, sondern auch etwas mehr gesellschaftliche Verantwortung anzustreben. Ich sage nicht zu übernehmen, weil ich glaube nicht, dass Schachspieler grundsätzlich dagegen sind, sich gesellschaftlich zu engagieren. Aber das ist ja ein Unterschied, ob man, wenn einem etwas angetragen wird, etwas annimmt oder ob man das auch sucht. Und ich denke, dass sozusagen unser Mindset, unsere Einstellung als Schachspieler, dass wir doch recht analytisch an Probleme herangehen, dass wir verschiedene Optionen versuchen, rational im Hinblick auf die Chancen und Risiken zu beurteilen, dass es etwas ist, was in der heutigen Gesellschaft sehr wichtig ist, weil es gibt, das sehe ich auch zum Beispiel in den Universitätsverwaltungen, eine sehr starke Tendenz zu zur Risikovermeidung und dazu Entscheidungen vor allem aufgrund von formalen und nicht aus inhaltlichen Gründen zu treffen. Und das halte ich für eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, weil man damit Probleme nicht löst oder sie langsamer löst, als nötig wäre, Beispiel Klimawandel. Und ich denke, aber das betrifft ganz, ganz viele Bereiche der Gesellschaft. Und ich denke, dass Schachspieler die Eigenschaft haben, Probleme oder Problemlösungen mehr inhaltlich zu beurteilen als formal. Und dass sie auch eine gewisse Aversion haben gegenüber Entscheidungen oder Lösungen, die ganz offensichtlich nicht dem Problem angemessen sind. Und diese Einstellung, es wäre gut, wenn diese Einstellung stärker präsent wäre auf den verschiedenen Ebenen der Entscheidungsfindung. Das kann in der Politik sein, aber auch in großen Unternehmen oder auch im Kleinen, in Vereinen, in und in anderen Organisationen. Und ich hoffe einfach, ich denke, wir brauchen mehr Schachspieler, mehr gute Schachspieler, aber auch nicht nur gute Schachspieler überhaupt, wenn man nicht so ein starker Spieler ist. Die Art und Weise, wie wir halt geschult sind, Probleme anzugehen, zu analysieren und zu lösen, und dass man auch mal Niederlagen in Kauf nimmt, weil man auch aus ihnen auch etwas lernen kann und sie nicht einfach ängstlich vermeidet. Das würde ich mir auch mehr in der Gesellschaft als Ganzes wünschen. Okay, also raus aus der Schachblase, seid weniger Schachnerds, engagiert euch auch gesellschaftlich. Ein bisschen salopp ausgedrückt. Und ich sage nicht Nerds, also man kann ja ruhig Nerd sein oder Nerd bleiben, aber das muss ich ja nicht, das schließt ja nicht aus. Wir dürfen nur Schachnerds bleiben, aber durchaus mal mit ab und zu mal über den Tellerrand schauen. Sehr schön. Genau. Perfekt.
Schöne letzte Worte, lieber Jan. Und ich hoffe, dass ich nächstes Mal wieder deiner Geburtstagseinladung Folge leisten kann. Letztes Mal war ich leider verhindert. Aber ja, freue mich dann darauf, dich beim nächsten Mal wieder zu sehen oder von dir über soziale Medien oder wo auch immer mitzubekommen. Danke dir. Ja, schön mitzubekommen, dass du dich, ja, dass du dich zu einer breit gefächerten Persönlichkeit entwickelt hast seit dem ersten Tag, an dem ich dich gesehen habe. Klasse. Ja, danke sehr. Alles Gute und bis dann, lieber Jan. Tschüss. Ja, alles Gute. Tschüss. Ja, liebe Hörer, zum Schluss noch der Hinweis auf meinen neuen Schachkalender, beziehungsweise auf euren Schachkalender, denn der Kalender ist dazu gedacht, dass alle ihn mitnutzen. Unter schachtermine.com könnt ihr eure Turniere, eure Trainingslager, eure was auch immer für schachliche Veranstaltungen anstehen, eintragen und dann erscheinen die auf dem Kalender. Und je mehr Leute den Kalender nutzen, desto mehr Sinn macht er auch. Ich versuche wirklich, dass er ein mehr oder weniger vollständiges Bild abgibt, aber ich kann es natürlich nicht alleine alles machen, sondern brauche eure Mithilfe. Und deswegen die Bitte, schaut einfach mal vorbei, schachtermine.com und tragt eure Veranstaltungen mit ein. Der Kalender ist übrigens kostenfrei und werbefrei. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Ja, bleibt verspielt, euer Michael.